It's only Christ that can minister Christ. Es ist nur Christus, der Christus dienen kann. Mm-hmm. Mm-hmm. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Amen. Amen. That's why before Jesus, und deshalb vor Jesus, there was no minister of Christ. Gab es keinen Diener Christi. So it has to be Christ. Also es musste Christus sein, to minister Christ. Um Christus zu dienen. Amen. Amen. So that is why under the New Testament, und deshalb unter dem Neuen Testament, we have to be included, müssen wir eingeschlossen sein, in the life of the Christ, nämlich im Leben Christi selbst, which is Jesus of Nazareth. Und das ist Jesus von Nazareth. In order for us to be ministers of Christ. Damit wir durch seine Auferstehung Diener Christi sind. Because in Christ, denn in Christus, is the mysteries of God revealed. Gibt es die Geheimnisse Gottes, aber gelüftet. Amen. Amen. God also have his secrets. Denn Gott hat nun mal seine Geheimnisse. So his secret is in him. Seine Geheimnisse sind aber in sich. So it is only when God comes out of himself, erst wenn Gott aus sich selbst rauskommt, and manifests his secret, und er zeigt seine Geheimnisse, before his secret can be seen. Erst dann kann seine Geheimnisse gesehen werden. Amen. Amen. So today, heute, God is hiding nothing from us. Hat Gott uns nichts verborgen. Because Jesus, the fulfillment of the purposes of God, denn Jesus, die Erfüllung der Zwecke Gottes, has come. Ist gekommen. The Holy Spirit, der Heilige Geist, the revealer, der Offenbarer, der Zeiger of the purposes of God, von den Bestimmungen Gottes, has come. Ist angekommen. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so today, heute also, we can see ourselves, können wir uns selbst sehen, just like God intended. Genauso wie Gott von jeher beabsichtigt so hat. That is why we always say here, und deswegen sagen wir das hier, that our position in God, nämlich unsere Stellung in Gott, is not an aftermath plan of God. Ist kein sekundärer, kein zweit an zweiter Stelle Plan. Is not a plan B. Ist kein Plan B. Do you understand it? Also kommt es bei dir an? Now, if it was a secret in God. Denn wenn es ein Geheimnis in Gott war. So it means before Adam was even created. Das heißt, bevor der Schöpfung Adams. That secret was there. War dieses Geheimnis schon da? Our oneness with God. Ja, unser Einheit mit Gott. That we will experience the life of God. Nämlich, dass wir das Leben Gottes erfahren. So Adam fall. Adam ist abgefallen. Did not initiate God to start something new. Also Adams Abfall hat Gott nicht dazu bewegt, etwas Neues zu erfinden. No. Nein. The dispensation in which we are today, das Zeitalter, in dem wir uns hier heute befinden, has always been the plan of God. War schon immer Gottes Plan. Amen. Amen. So in the fullness of time, nämlich in der Fülle der Zeit, God will reveal the mystery. Ja, Gott zeigte, also entblößte das Geheimnis. That in Christ, nämlich in Christus, is the representation of man. Soll die Vertretung der Menschheit sein. And so what are we called to do? So, also, wozu sind wir denn nun berufen? We are called to see, to look unto him. Wir sind berufen, auf Christus zu schauen. So when we look unto Christ, wenn wir auf Christus schauen, we overcome the world. Dann überwinden wir die Welt. And we cause God to experience, und wir bewirken, dass Gott erlebt, his being, nämlich sein eigenes Wesen, in a human vessel, nämlich in einem menschlichen Gefäß. Amen. Amen. So God is experiencing himself. Also Gott erlebt sich selbst als Mensch. Through you and I. Durch dich und mich. Amen. Amen. So that's why we are the body of Christ. Deshalb sind wir der Leib Christi.